الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسول الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. Ich begrüße euch herzlich mit dem Grußwort des Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und heiße euch willkommen in unserer heutigen Sitzung. Und danke euch fürs Kommen. Möge Allah euch reichlich belohnen. Vorweg möchte ich mich entschuldigen für die Verspätung. Ich hoffe, dass ihr mir das verzeihen werdet. Möge Allah euch segnen. Das heutige Thema, wie ihr auch in der E-Mail mitgeteilt bekommen habt, ist Hadith-Wissenschaft. Also Hadith und die Deutung von Hadith und alles, was zum Hadith gehört. Als erstes möchte ich euch erklären, was das Wort Hadith bedeutet. Hadith kommt von der Wortfamilie Hadatha. Hadatha heißt etwas, wenn etwas stattfindet, dann ist es Hadatha. Eine andere Bedeutung dafür wäre etwas Neues, also eine Neuigkeit. Und im üblichen Sprachgebrauch, wenn man vom Hadith spricht, dann heißt es das Neugesagte. Und Hadith in der islamischen Lehre ist das, was vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam oder von einem unfehlbaren Imam oder von Fatima al-Zahra alaihi salatu wassalam stammt. Also all diese Aussagen. Es gibt eine dazugehörige Wissenschaft, die sich Hadith-Wissenschaft nennt. Und die Hadith-Wissenschaft hat drei Einzelwissenschaften in sich. Also die Hadith-Wissenschaft wieder unterteilt in drei weiteren Wissenschaften. Und diese ganzen Wissenschaften dienen dem Zweck, dass man die Hadithe, die man liest oder hört, oder die Hadithe, die man studiert, überprüft und schaut, ob diese Hadithe, dieser Hadith, tatsächlich aussagekräftig sind, zum einen, zum anderen, ob der Hadith auch authentisch ist, nicht authentisch. Diese Begriffe habt ihr auch natürlich sehr oft gehört, nur es ist nicht nur das, sondern man muss auch wissen, zu welchem Bereich gehören diese Qualifikationen eines Hadith. Wo wird zum Beispiel Sahih gesagt, wo wird zum Beispiel Mu'tabar gesagt, wo wird zum Beispiel Hassan gesagt, wo wird zum Beispiel Mawthuq gesagt. All diese Einzelcharaktereigenschaften, die wir haben hinsichtlich eines Hadith, die entspringen einzelner Wissenschaften innerhalb der Hadith-Wissenschaft. So, ich möchte euch nicht natürlich euch das hier vorenthalten und möchte jetzt schon in die Materie mit euch rein, sodass wir auch nicht so viel Zeit verlieren, dass wir auch inshallah im Anschluss auch eine Diskussion führen können. So, die erste Wissenschaft, die in der Hadith-Wissenschaft von Bedeutung ist, ist Ilm al-Riwaya. Und die zweite ist Ilm al-Diraya. Und die dritte Wissenschaft ist Ilm al-Rijal. Also man fasst das zusammen unter diesen drei Hauptbestandteile der Wissenschaft. Was ist, also jetzt kommen wir zu der ersten Wissenschaft innerhalb der Hadith-Wissenschaft, das ist Ilm al-Riwaya. Also die Wissenschaft über die Überlieferung. Die Wissenschaft der Überlieferung. Nummer zwei ist Ilm al-Diraya. Das bedeutet die Wissenschaft des Verständnisses
eines Hadiths, also das richtige Verständnis, was ist das Verständnis, wie soll ein Hadith verstanden werden, das ist Ilm al-Diraya. Und das dritte Ilm al-Rijal ist die Wissenschaft über die Personen, die einzelnen Charaktere, die vorkommen in einer Überlieferung, die das erzählt haben, also die einzelnen Überlieferer. Das ist die Wissenschaft über diese Person. So, jetzt wollen wir der Sache nachgehen und die Sache zugrunde gehen und das ein bisschen näher erläutern. Ilm al-Riwayah, also die erste Wissenschaft. Huwa ma yubhathu fihi an al-Naqli wa masadirihi wa turuqihi wa asnadihi. Das ist die Wissenschaft, in der über den Bericht oder die Wissenschaft, bei der man die Berichte überprüft und nachforscht, untersucht nach deren Quellen, das ist Masadirihi, zwei Turuqihi, also die Wege, die dazu geführt haben, dass wir diesen Hadith oder diesen Bericht bekommen haben. Bericht bedeutet wiederum Naql. Und drittens ist es Asnad. Und Asnad ist die Mehrzahl von Sanad. Und das ist die Kette, also die Belege. Sanad ist immer ein Beleg. Und der Beleg für einen Hadith, für einen Bericht, ist eben diese Kette der Überlieferungen. Wa ghayatuhu, und der Zweck oder das Ziel dieser Wissenschaft ist توصيف المنقول من جهة صدوره وسنده. Der Zweck und das Ziel dieser Wissenschaft ist, zu beschreiben, den Bericht zu beschreiben hinsichtlich der Quelle, woher das kommt, von wem das kommt und wer das alles überliefert hat. Und Resultat dieser Wissenschaft wird dann sein, die Urteile, die wir dann fällen über einen Bericht, die dann hier geprüft wurde anhand dieser Wissenschaft, man sagt dann, ob der Hadith mutawatir ist, ob der Hadith konsekutiv ist. Konsekutiv bedeutet, wenn es darauf folgend überliefert worden ist. Oder mustafirun. Das ist ein Grad tiefer als konsekutiv. Das heißt, es gibt schon die Andeutungen, dass es eben eventuell mutawatir sein könnte, konsekutiv sein könnte, aber der Grad ist nicht erreicht, dass man davon ausgehen kann oder davon sprechen kann, dass dieser Bericht tatsächlich konsekutiv überliefert worden ist. Das ist eine Zwischenstufe. Und dann die dritte ist Gharib. Wenn man sagt, also nachdem man das Ganze überprüft hat, dann sagt man, ob dieser Hadith eventuell unbekannt ist. Etwas ist, was wir nicht kennen. Das ist dann immer Gharib. Und dann weiterhin geht's. Die weiteren Urteile, die diesbezüglich kommen könnten, ist Kalqawli bi'annahu musnadun, dass das tatsächlich belegt ist, dieser Bericht, oder marfu'un, dass das einfach platziert worden ist, das heißt erhoben worden ist, oder mursalun, wa nahwi dhalik. Es gibt natürlich auch weitere Urteile, die gefällt werden. Das sind aber die Haupturteile, die vorkommen bei einem Hadith. Natürlich gibt es auch die anderen, zum Beispiel wie maqtu', das heißt, wenn die Überliefererkette unterbunden worden ist. Das heißt, wir haben einen Überlieferer, der zum Beispiel im Jahr 500 nach Auswanderung des Propheten gestorben ist, angenommen. Und zwischen ihm und dem davorliegenden Überlieferer liegen sehr viele Jahrhunderte. Sodass man sagt, es ist Maqtu'. Hier haben wir keinen anderen, der dazwischen kommen könnte. Deswegen ist es halt Maqtu'. Es ist halt nicht mehr voll in der Kette. Und Maqtu' bedeutet aber auch, wenn zum Beispiel, das kommt aber auch vor,
wenn ein Hadith tatsächlich nicht vollständig ist, wenn einige einzelne Bereiche des Hadiths oder des Berichtes fehlen würden. Das ist dann auch maqtu, also unterbunden, unterbrochen. Also halten wir fest, diese Ilm-Riwaya, die Wissenschaft über die Überlieferung, beschäftigt sich mit den Wegen der Überlieferung, wie die zu uns gekommen ist, mit der Quelle der Überlieferung und mit den Belegen der Überlieferung. Kommt ihr gut mit? Ich hoffe, dass das nicht so trocken ist, weil das ist halt, die Hadith-Wissenschaft ist halt nicht eine einfache Wissenschaft. Dann gibt es halt diese Urteile, die wir festgestellt haben, Mutawatir, konsekutiv, Mustafid, etwas tiefer als konsekutiv, oder halt unbekannt, oder zum Beispiel, dass dieser Hadith belegt ist, tatsächlich alle Überlieferkette, natürlich die Überlieferkette komplett ist. Was heißt denn konsekutiv? Konsekutiv darauf folgend. Wenn darauf folgend von mehreren Leuten das überliefert wird, dann ist es Mutawatir. Zum Beispiel, du hast geheiratet, zum Beispiel, diese Tatsache wird von deiner Frau erzählt, von ihrer Mutter, von deinem Vater, von deinem Bruder und deiner Familienangehörigen. Deswegen wird es eine konsekutive Überlieferung. Das ist dann spricht man von Konsekutivität einer Überlieferung. Aber anders verhält es sich, wenn zum Beispiel jemand sagt, ja zwar, der Bruder hat geheiratet, aber ich habe nur einen Bericht, einen, der das erzählt, also ein Erstüberlieferer. Der Erste, der das sagt, ich habe keine weiteren Bezeugnisse dafür, deswegen geht man dann bei so einem Hadith von Hadithu Ahad, auch wenn die weitere Kette, natürlich die Kette, die dann zu uns kommt, vollständig sein sollte und nicht unterbrochen, trotzdem es bleibt bei Ahad und nicht bei Hadith, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Trotzdem bleibt dann dieser Hadith halt als ein Hadith, der nicht mutawatir ist, sondern korrekt ist, authentisch ist, aber dennoch ist dieser Hadith Hadithu Ahad, also ein Einzelbericht. Das ist das, was wir dann feststellen. Also habt ihr das gut merken können? Habt ihr bis hier irgendwelche Fragen? Habt ihr bis hier irgendwelche Fragen über Ilm al-Ruwaya? Alles verstanden? Nicken würde mir schon reichen. Ja? Also wenn ihr Fragen habt, dann stellt die Frage jetzt, weil später, es kann sein, dass ihr es vergessen habt. Vielleicht zusammenfassen. Habe ich auch gerade. Zum dritten Mal sogar. Weil er nicht mehr konzentriert, als er gekommen ist. Das heißt, das letzte, was du sagst, die authentischste dann, Überlieferung, wenn mehrere das überliefert. Eine Überlieferung kann authentisch sein, aber weil das halt nicht konsekutiv und darauf folgend von mehreren Leuten überliefert wird, wenn das nur ein Einzelmann gibt, also zum Beispiel dein Bruder kommt und sagt, du hast geheiratet, dann ist es ein Einzelbericht. Ich habe keine weiteren Berichte darüber. Sehr auch wenn die weiteren Leute, die das erzählen, auch authentische Leute sind, auch korrekte Leute sind, trotzdem bleibt es bei einem Hadith Ahad. Ist ja trotzdem glaubwürdig. Einzelbericht. Also kann trotzdem glaubwürdig sein. Mutawatir, Ahad und was noch? Das war ein Beispiel. Du hast gesagt, was ist Mutawatir? Und ich sagte, ja, Mutawatir ist, wenn es darauf folgend überliefert wird. Gegenbeispiel dafür wäre zum Beispiel ein Hadith Ahad. Also ein Einzelbericht. Mutawatir ist von mehreren. So, nächste Wissenschaft ist die Wissenschaft von Ad-Diraya. Al-Mud-Diraya. Das ist die Wissenschaft des richtigen Verständnisses von einer Überlieferung. Diraya ist von Idrak, ja, wie du das verstehst. Und das ist die Wissenschaft, hu ma yubhathu fihi an fahm al-manqul sanaduhu wa matnu. Das heißt, in dieser Wissenschaft wird geforscht und untersucht, wie der einzelne Bericht zu verstehen ist anhand dessen Belege, also einzelne Personen, die das erzählt haben, Sanad und Matn. Matn ist der Inhalt. Leider Gottes gibt es einige Menschen, die zwischen diesen beiden Wissenschaften schwanken. Das heißt, sie vertauschen die beiden einzelnen Sachen. Und das ist halt das, was gefährlich ist auch.
Es gibt auch viele, die zum Beispiel einfach einen Hadith überliefern, aber kein richtiges Verständnis von der Wissenschaft haben, einfach das erzählen. Wir wollen aber nicht sagen, dass das keinen Lohn bringt, wenn man so eine Überlieferung weiter erzählt oder anderen Leuten nahelegt. Nur wissenschaftlichkeitshalber, es gibt Leute, die dann halt das verwechseln, die einzelnen Aspekte dieser beiden Wissenschaften. Also das Verständnis, die Wissenschaft des Verständnisses eines Hadiths ist das, wo man das Verständnis von dem Bericht oder über den Bericht untersucht, anhand der Überlieferer belegen, also die einzelnen Überlieferer, das Sanad, und Matten, der Inhalt. Wie lautet der Inhalt? Würden wir zum Beispiel hier sagen, dass hier nur das Verständnis sich nur auf den Inhalt bezieht, dann ist es falsch. Weil nicht nur der Inhalt ist wichtig beim Verständnis, sondern auch die Belege, die einzelnen Belege, die wir dafür haben. Wie sind diese einzelnen Menschen zu verstehen, wenn sie etwas sagen? Ja, das ist auch... Aber dafür gibt es doch Arijal. Genau, dazu kommen wir gleich. Und also haben wir festgestellt, dass das sich mit dem Verständnis beschäftigt, mit dem richtigen Verständnis. Und dann kommen Urteile, wie zum Beispiel, dass dieser Bericht sahih ist, also authentisch ist, muwathaq ist, also vertrauenswürdig ist, oder hasan ist, oder da'if ist. Das sind die weiteren Aspekte, die dazu kommen. Ja, genau. Das sind aber halt die Hauptsachen, die vorkommen können. Also da'if. Es ist immer noch Tawi. Bitte? Es ist immer noch Tawi. Ja, das gibt es auch, klar. Aber das sind die vier Aspekte, die wir hierbei unterscheiden. Und dann kommen auch noch weitere Einzelsachen hier, die ich dann noch hier erwähnen werde, inshallah. Also, es wird dann geurteilt, ob dieser Hadith sahih ist, muwathaq ist, hasan ist oder da'if ist. Also, festhalten, authentisch ist, vertrauenswürdig ist, hasan ist, das heißt, es ist okay, ein guter Bericht, eine gute Überlieferung ist, das heißt, es gibt keine Verdorbenheiten in der Kette oder was auch immer, dann heißt das, dass es hasan ist. Oder eben da'if, schwach ist, also die Überlieferung ist schwach. Wa ghayatuhu al-hukmu alayh من جهة الاعتبار بما يهيئ لعملية الاستنباط. So, und das ist der Zweck von dieser Wissenschaft. Der Zweck ist, dass man hier dieses Urteil dann fällt, wonach diese Überlieferung halt akzeptabel ist oder nicht akzeptabel ist. Und das ist dann wiederum relevant und erheblich bei dem Nützeziehen von diesem Ahadith, von diesem Bericht, ist im Bad. Das heißt, du nimmst dann von diesem Bericht, leitest ein Urteil heraus. Ja, du bildest dann ein Urteil. Du liest ein Urteil heraus. Du siehst den Bericht und so, und dann kommst du zu der weiteren Episode. Und die ist nämlich, dass du halt davon das Nutzen ziehst, den Nutzen davon ziehst. Und jetzt kommt weiter, beziehungsweise über weitere Aspekte, die dann halt auch wichtig werden, ob dieser Hadith ein Nass ist, dass dann weitere Urteile dann gefällt werden, ob das ein Nass ist, das heißt, ob das ein Beweis ist, wonach man in der Religionswissenschaft dann handeln würde oder urteilen würde. Nass ist immer, wenn ein klarer Beweis da ist. Nass ist der klare Beweis. Koran ist ein Nass. Wenn der Koran ein Vers liest, dann ist es Nass. Klarer Beweis. Und in Hadith ist es genauso. Wenn du das alles überprüft hast, erst dann kommst du zu dem Ergebnis, ob das tatsächlich ein Nass ist, oder Zahir ist, oder Muhmal ist, oder Mubayyan ist. Das sind die einzelnen Aspekte, die dann auch relevant sein können. Ob der Hadith anzuerkennen ist, maqbul ist, ob das salim ist, also ob das salim ist, ob das gesund ist, ob dieser Bericht gesund ist,
oder Mustarid ist, am Schwanken ist, das heißt, wenn du halt einen schwankenden Bericht hast, das heißt, du hast entweder Probleme bei den einzelnen Berichterstatter, also die in der Überlieferungskette, dann ist es halt Mustarid. Ja? Mahfufun bil Qarinati au ghayru mahfuf wa nahwu dhalik. Also das sind die einzelnen Sachen, die dann halt vorkommen bei dieser Wissenschaft. Wichtig ist, dass man auch zum Beispiel hier sagt, ob dann halt der Hadith nicht maqtu ist, also nicht unterbrochen worden ist. Was noch wichtig ist, das kommt dann jetzt bei der Ilm Rijal vor, wo wir dann Dabita, also die Dawabit feststellen und sagen, ob jemand, der das überliefert, ob das tatsächlich ein Dabit ist, dass er zum Beispiel nicht vergesslich ist. Es kann sein, dass jemand zum Beispiel überliefert, und das ist halt das, was wir beim nächsten Punkt erwähnen werden, inshallah. Und das ist die Wissenschaft der Rijal, die Wissenschaft über die Personen, die einzelnen Berichterstatter. وَهُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ عَنْ نَاقِلِ أَوْ الرَّاوِ. In dieser Wissenschaft beschäftigen wir uns mit den Überlieferer, also einzelnen Berichterstatter, wie sie waren, was sie waren und die Urteile, die dann gefällt werden, ist dann Urteil hinsichtlich die Glaubwürdigkeit, hinsichtlich Glaubwürdigkeit dieser einzelnen Berichterstatter. Und wichtig ist bei dieser Wissenschaft, dass die einzelnen Überlieferer anhand folgende Kriterien natürlich geprüft werden, ob er ein Imami ist, also ob er ein Imamite ist, das heißt ein Zwölfer Schiit ist, oder ein Ammi ist, das heißt niemand, der nicht von Zwölfer Schiiten ist. Oder ob jemand zum Beispiel Kadhab ist, ob er zum Beispiel Lügner ist, ob er Muwathaq ist, oder Thiqa ist, das sagt man auch, ob er vertrauenswürdig ist, glaubwürdig ist. Und diese Wissenschaft ist von großer Bedeutung, weil wir hier die einzelnen Personen überprüfen, wie sie gelebt haben, zu welchen Zeiten haben sie gelebt, wie haben sie sich verhalten, ist irgendwas zum Beispiel bekannt, dass sie etwas gemacht haben, was kontra Religion war, kontra Lehre des Islams war. Hat er irgendwie in irgendeinem Fall zum Beispiel Falschaussage getätigt? Was noch wichtig ist, und das ist wichtig bei der Prüfung, ob der lügt oder nicht lügt, ist, wenn du zum Beispiel siehst, es gibt eine Überliefererkette, und du siehst, jemand hat überliefert, und er sagt, ich habe von ihm gehört, also von dem anderen, von dem er gehört hat, ja? Ich habe gehört, er hat von dem gehört und er hat weiter und so fort, bis zum Propheten oder zu einem Imam. Aber du prüfst zum Beispiel den Letzten, sagen wir mal den Letzten. Und der Letzte überliefert von einem, sagen wir mal hier einfach, nennen wir von dem fünften Überlieferer. Aber tatsächlich, diese fünfte Person hat gar nicht in der Zeit von der vierten Person gelebt. Das heißt, er war gar nicht da. Er überliefert von einer Person, die er gar nicht gesehen hat. Wie kann es stimmen? Und das liegt dann auf der Hand, dass er gelogen hat. Weil er sieht ihn nicht. Er hat ihn nicht gesehen. Das ist zum Beispiel ein Kriterium bei der Ilm al-Rijal. Und all diese Sachen sind wichtig beim Verständnis eines Hadithes. Man muss auch einzeln herangehen. Manchmal zum Beispiel, das ist auch von großer Bedeutung, es kann sein, dass der Hadith daif ist, also in der Überliefererkette daif ist. Das heißt, es ist nicht aussagekräftig und es ist auch, was heißt aussagekräftig? Es ist nicht vollständig und anhand dessen wird man halt das Urteil fällen, dass dieser Hadith daif ist, also schwach ist, nicht authentisch ist. Dennoch wird dieser Hadith nicht verworfen. Warum? Es gibt Leute, die diesen Hadith dann verwerfen werden. Aber es gibt bei diesen Wissenschaften auch, dass man die Hadith trotzdem überprüft, anhand der Glaubwürdigkeit des Hadiths, von dem Inhalt her gesehen. Und wenn der Inhalt darauf schließt, dass das ein richtiger Hadith ist, dann ist es auch ein richtiger Hadith. Ein anderer würde vielleicht zum Beispiel nur anhand des
des Fehlens eines Überlieferers, würde sagen, nein, wir beachten den Matin nicht, also den Inhalt von dieser Hadith nicht und verwerfen das Ganze einfach so. Nicht authentisch, deswegen brauchen wir nach diesem Hadith nicht zu handeln. Und das ist auch der Grund, warum wir auch manchmal verschiedene Urteile bei den Gelehrten haben. Der eine Gelehrte zum Beispiel sagt, okay, das ist da'if, aber i'tibaran, also nach der Glaubwürdigkeit, kann man sagen, diese Hadith, wenn man den Inhalt betrachten würde, könnte man auf ein Urteil schließen. Das ist eine Meinung, die vertreten wird. Und aus diesem Grund kommt es auch zu verschiedenen Urteilen. Liebe Geschwister, das ist sehr wichtig zu wissen, was überhaupt die Hadith-Wissenschaft innehat. Und das waren die drei Aspekte, die ich euch erwähnt habe. Inshallah werden wir das bei den nächsten Sitzungen noch weiter vertiefen und noch weiter an die Sache rangehen und das erklären, sodass wir auch der Sache noch näher kommen, inshallah. Und auch wissen, wie wir handeln in unserem Alltagsleben, wenn wir mit solchen Leuten zum Beispiel konfrontiert werden, die uns einfach Hadithe zum Beispiel einfach verwirft, nur sagt, weil das da'if ist, deswegen, dass man auch weiß, wie man mit denen umgeht. Ein weiteres Beispiel für sowas, was ich gerade eben erwähnt habe. Ja. Ja. Ein Hadith ist da'if. Hadith ist da'if, ist nicht authentisch. Das heißt, es fehlt irgendjemand in der Überlieferungskette oder was auch immer, wo man dann halt sagt, dieser Hadith ist da'if. Beim Verständnis natürlich ist es relevant, dass man sagt, das ist da'if, das ist auch nicht authentisch. Dann sagt man zum Beispiel, obwohl dieser Hadith nicht authentisch ist, kann man hier ein Urteil fällen hinsichtlich Istihbab, wünschenswert Charakter eines Handelns. Ja? Ich sage zum Beispiel, ich habe hier einen schwachen Hadith, aber dennoch, ich gründe den wünschenswerten Charakter dieser Handlung und sage, obwohl dieser Hadith unauthentisch ist, kann ich danach handeln und sage, diese Sache ist Mustahab. Also bei Mustahabat, bei unwünschenswerten Sachen, kann man auch auf nicht authentischen Hadith zurückgreifen. Da muss man nicht unbedingt einen absoluten, konsekutiven Mutawatir-Hadith haben. Es reicht auch, wenn man zum Beispiel ein Hadith da'if hat, wonach man handeln könnte. Es muss nicht unbedingt authentisch sein, dass du danach handelst und sagst, dass es Istihbab. Nein, also, was für mich wichtig ist, zu sagen, okay, also am Ende gibt es ja irgendwie die Hadithe werden ja am Ende so bewertet. Also am Ende. Ja. Ob das jetzt Sahih ist, Da'if ist oder Hassan ist. Aber dafür gibt es doch bestimmt Kriterien, oder nicht? Ja. So. Und die Kriterien, die werden jetzt aus diesen drei Sachen hergeleitet. Ganz genau, von diesen drei Wissenschaften. So, genau. Von diesen drei Wissenschaften hergeleitet. So, und dann sagt man dann am Ende des Tages, dieser Hadith ist sahih, weil der Mutawatir ist. Die überliefert haben, haben auch nie gelogen und also die Kriterien erfüllt und so weiter. Ganz genau. Und über die einzelnen Urteile, die hinsichtlich eines Hadithes vorkommen, diese werde ich inshallah bei den nächsten Sitzungen noch näher erläutern. Zum Beispiel, was ist Mutawatir? Habe ich ja hier erklärt. Aber was ist zum Beispiel Muhtarib? Was ist zum Beispiel Matrud? Was ist zum Beispiel Maqbul? Was ist zum Beispiel Salim? Mahfufun bil Qarinati, auch Ghayru Mahfuf. All diese einzelnen Sachen, die werde ich inshallah bei den nächsten Sitzungen noch näher erläutern und noch näher erklären, damit auch alles richtig verstanden wird. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und möge Allah euch reichlich belohnen. اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وأن تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك ومن القادة إلى سبيلك وأن ترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين هذا وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد